hier sollen also die international agierenden Diamantenhändler absteigen. Die Szene habe ich mir irgendwie wilder vorgestellt. Ich finde, die sehen eher aus wie Staubsaugervertreter. So, was nicht. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Elisabeth von Lahnstein. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind auf der Suche nach einem jungen Mann. Sein Name ist Hagen von Lahnstein. Er ist im Diamantengeschäft tätig. In unserer Stadt nichts Ungewöhnliches. Vielleicht sieht er heute etwas anders aus, aber... Es tut mir leid. Die Gäste verlassen sich auf unsere Diskretion. Das heißt, er gehört zu Ihren Gästen? Bitte. Es handelt sich um eine sehr wichtige familiäre Angelegenheit. Es tut mir leid. Angriff ist die beste Verteidigung. Das war schon immer meine Devise. Aber dich dabei ausgerechnet darauf zu verlassen, dass Hagen zurückkommt, das ist Wahnsinn. Dieser Krebs frisst mich von innen auf, wenn er nicht behandelt wird. Ich habe eine Lebenserwartung gleich null. Das ist Wahnsinn. Wir werden Hagen finden. Gegen Elisabeth und Helen am Doppelpack hat er keine Chance. Und Andi ist ja auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Wenn Sie mit Hagen hier auftauchen, ist schon alles für die Operation vorbereitet. Sie können direkt loslegen. Wenn ich du wäre, dann hätte ich mich genauso entschieden. Ich wünsche nur, es gäbe Alternativen. Es ist gut, dass du nach Hause gekommen bist, mein Junge. Da gehörst du hin, was auch passiert ist. Ihr müsst jetzt alle zusammenhalten und Elisabeth zur Seite stehen. Aber nur, bis du das hier überstanden hast. Und lass die Finger von den Termingeschäften. Ein Risikogeschäft allein reicht. Kommt auf den Gewinn an. Du kannst dich auf mich verlassen. Das weiß ich. Das weiß ich, mein Junge. Sebastian, lad dir nicht wieder alle Sorgen der Familie auf die Schulter. Genieß das Leben. Es ist kürzer, als du denkst. Ich bin stolz auf dich. Auf euch alle. Ihr seid so wundervolle Kinder, seht euch an. Mein Gott, ich habe euch doch nicht wiedergefunden, um euch gleich wieder zu verlieren. Lilly, Kuckuck. Wo ist der Papa? Guck mal. Ja, guck mal her. Wie viele Probeaufnahmen brauchen wir eigentlich? Keine. Ihr seid so gut wie gebucht. Der Wonnemonat Mai gehört euch. Das wäre toll, wenn wir dich einen ganzen Monat lang anschauen können. Ja, das wird toll. Ich glaube, das macht dir Spaß. Ja, aber nicht so viel Spaß wie ihrer Tante Charlie. Charlie, guck mal, locker. Ach, ich bin um jede Abwechslung froh, weißt du. Sonst würde ich noch mehr an Ludwig denken. Wir sind gerade alle bei ihm im Krankenhaus. Ich habe vorhin mit Rebecca telefoniert. Heute Nachmittag wollen sie schon mit der neuen Behandlung anfangen. Hm. Schlimmer, einem Menschen zuzusehen, wie er so leidet, wenn es dann noch der eigene Vater ist. Ja, aber deine drei Papas, die werden glücklich sein. Ja, guck mal, ja? Ja, wenn du so prominent wirst und einen Monat lang in jedem zweiten Wohnzimmer hängst. Hey. Und, was ist es geworden, Junge oder Mädchen? Ein Hengstfohlen. Hallo, Charlie. Hallo. Wir kommen in den Jahreskalender der Patchwork-Familien 2012. Das ist ein Charity-Projekt für Kinder in Not. Und wir drei, wir werden der Wonnemonat Mai. Na, was sagst du dazu? Christian. Habt ihr sie noch alle? Ja, was? Das ist doch total bescheuert. Mal übernehme ich den Barkeeper. Das wievielte Lokal ist das jetzt? Hey, ich dachte, eine Comtesse gibt niemals auf. Ich finde bloß, wir sollten unsere Strategie noch mal überdenken. Helena, das hier ist nun mal wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Liste von der Detektei ist unsere Strategie. Diamantendealer sind nun mal nicht so gesprächig. Sie kennen ihn nicht und sie sind sich ganz sicher. Dankeschön. Weiß auch nichts oder will nichts wissen. Lass uns eine Pause machen. Ich bin total erledigt.
Elisabeth, gibst du mir mal ganz kurz deine Halskette? Meine Halskette? Andi, was willst du mit meiner Halskette, bitte? Andi, was soll das? Andi! Ich bring sie die Hals zurück. Andi! Na, abgekühlt. Wo sind Lilly und Charlie? Vor dem bösen Mann geflüchtet. In den Park. Können wir jetzt mal in Ruhe darüber sprechen? Sag ja der Richtige, wer hat denn rumgebrüllt? Patchwork Familien 2012, was ist das doch bitte für ein Scheiß? Das ist kein Scheiß, sondern ein Spendenprojekt für Kinder in Not. Mit dem Kalender wird unter anderem für Pflegefamilien geworben. Und es hätte mir was bedeutet, damit zu machen. Aber zum Glück hat mein toller Mann die ganze Aktion ja gesprengt. Dann lass uns halt spenden. Du willst doch nicht im Ernst mit Lilly und mir als Familie von so einem Kalender runtergrinsen, Olli. Doch, genau das will ich. Und mir das Foto anschauen und mich daran erinnern, wie viel Spaß wir mit Lilly hatten. Wie schön die Zeit mit dir war. Du meinst in 2 Jahren? Wenn sie schon längst weg ist? Und wir nicht einmal wissen, wie es ihr geht? Aber hey, dann haben wir ja zum Glück diesen Kalender, der uns daran erinnert, dass wir mal eine Familie waren. Ich weiß, was die Etikette bedeutet. Andi wird sie dir zurückbringen, da bin ich mir sicher. Ich werde alles geben, um Ludwigs Leben retten zu können. Liebling. Elisabeth, ich wollte noch mal deine Stimme hören. Ich habe gerade an dich gedacht. Das heißt, ich denke die ganze Zeit an dich. Wie geht's dir? Kommt ihr mit der Suche voran? Ja, Andi hat eine vielversprechende Spur. Der Junge kann was, vertrau ihm. Ja. Du hast meine Frage noch gar nicht beantwortet. Ludwig? Ich habe das Gefühl, als würde mir ein Magnet alle Energie aus dem Körper ziehen. Ich fühle mich wie eine Hülle, aus der das Leben entweicht. Das ist doch gut. Die Therapie schlägt an. Dein Körper schafft Platz für Neues, für Gesundes. Für das Knochenmark von Hagen. Ich habe Angst, Elisabeth. Ich möchte das Leben festhalten, aber ich weiß nicht wie. Halte dich an mir fest. Ich habe Kraft für uns beide. Ich warte auf dich. Ja. Olli, Menschen sind Verdrängungskünstler. Da macht dein Christian leider keine Ausnahme. Tut mir leid mit dem Kalender. Naja, wir schicken trotzdem eine Spende und von den Fotos machst du mir ein paar schöne Abzüge, ja? Okay. Also, bis dann. Ciao. Es tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Weißt du, wenn man so tut, als ob was nicht da ist, dann kann man sich wenigstens vorstellen, dass es... Dass es wirklich nicht da wäre? Ja. Christian, du musst da nicht alleine durch. Ich werde Lilly genauso vermissen wie du. Das weiß ich doch. Ich wusste auch, dass sowas passiert. Du kleines Monster. Lilly wird's gut haben bei Fritz. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, der ist in Ordnung. Und er liebt sie. Ich weiß. Hauptsache, dir geht es gut. Egal, ob hier oder in Kamerun. Andi, hast du was rausgefunden? Da war so ein Typ, der ist mir vorhin schon an der Bar aufgefallen. Der hatte ein eindeutiges Interesse an der Kette. Davon hast du gar nichts erzählt. Er kannte er Hagen? Hat er zumindest behauptet. Weiß er, wo Hagen jetzt ist? Allerdings. Und es hat mich nicht gewundert. Nur war es nicht ganz billig. Das ist nicht wichtig. Hotel Antwerpen.